Was machst du denn da? Psst, ich nehme Vogelstimmen auf. Echt? Da machst du aber einiges falsch. Echt? Hast du denn Tipps für mich? Klar, und deswegen gibt's heute 5 Tipps, damit auch du bessere Tonaufnahmen machst. Perfekt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist wie immer Kalle von Ornithologie für Anfänger und mich erreichen häufiger mal Einsendungen von irgendwelchen Abonnenten, die mir eine Vogelstimme schicken, um sie zu bestimmen. Und dabei fällt mir immer wieder auf, dass einige der Vogelstimmen oder einige der Aufnahmen echt ziemlich übel sind. Und damit ich in Zukunft gute Aufnahmen von euch bekomme und ihr natürlich auch gute Aufnahmen für euch bekommt, möchte ich euch jetzt 5 Tipps an die Hand geben, damit euch die Vogelaufnahmen besser gelingen. Und Tipp Nummer 1 ist, komm nah dran an den Vogel. Klar, das widerspricht dem Schutz, dass man nicht zu nah an den Vogel dran geht, ihn in Ruhe lässt. Aber für die Vogelaufnahme ist es natürlich viel, viel besser, wenn man nah dran an den Vogel geht, gerade wenn es ein feiner Ruf ist oder ein leiser Gesang. Und da habe ich noch einen Geheimtipp zum Schluss des Videos für euch, also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Wie ihr in diesem Spot gerade hört, über uns ist ein Flugzeug, hinter uns ist ein Fahrzeug und das ist der nächste Tipp, nämlich sieh zu, dass du keine lauten Hintergrundgeräusche hast. Das ist in der Zivilisation sehr schwierig. Man hat immer Straßenverkehr, man hat Bahnen, man hat Menschen im Hintergrund. Aber sieh zu, dass du einfach möglichst wenig Hintergrundgeräusche hast, um den Vogel klar drauf zu haben, damit auch jeder andere weiß, dass welcher Vogel gemeint ist, welcher Ruf gemeint ist und dass es insgesamt einfach ja nicht im Hintergrundgeräusch untergeht. Dafür kann es sich lohnen, in zu unüblichen Zeiten aufzunehmen. Das kann sehr früh am Morgen sein, das kann sehr spät am Abend sein, in der Nacht, aber vielleicht auch sowas wie Sonntagmorgen, wenn einfach wenig Verkehr auf den Straßen ist. Das kann auf jeden Fall helfen, um möglichst gute Aufnahmen mit wenig Hintergrundgeräuschen zu bekommen. Oder man geht natürlich, gerade wenn man wirklich gute Aufnahmen haben möchte, in Gebiete, wo wenig Zivilisation, wenig Geräusche sind, wie Berge, Täler. Man kann sich aber auch so ein bisschen hinter Bergen oder hinter kleinen Hügeln verstecken, wo dann auch der Wind meistens etwas weniger ist. All das sind Hintergrundgeräusche, die die Aufnahmen deutlich schlechter machen. Tipp Nummer 3 ist es, den Vogel zu isolieren. Das ist besonders dann wichtig, wenn man im Frühjahr ein Durcheinander an Vogelstimmen hat und ja den Fokus auf eine bestimmte Vogelstimme legen möchte, die man entweder nicht bestimmen kann oder einfach nur aufnehmen möchte für sein eigenes Archiv. Und da ist der Tipp wirklich, den Vogel zu isolieren. Das ist im Frühjahr schwierig, aber man kann wirklich gerade jetzt im Sommer, wenn die Aktivität, die Gesangsaktivität deutlich abgenommen hat, kann man zusehen, dass man ja wirklich die Chancen nimmt, die einem die Vogelwelt gibt und dann einzelne Vögel, wenn der Rest wirklich still ist, schön aufzunehmen, damit man wirklich nur diesen einen Vogel drauf hat. Das kann dann wieder helfen bei der Bestimmung und gerade auch, wenn man eine computergestützte Auswertung nutzt, wie zum Beispiel BirdNet, wozu ich ja auch schon mal ein Video gemacht habe. Wenn man dann durcheinander von 15 verschiedenen Arten oder selbst wenn es nur 3 oder 4 verschiedene Arten sind, die gleichzeitig rufen oder singen, dann wird es schwierig, dass ja der Computer das noch richtig auswertet, weil er nicht mehr die Arten zuordnen kann. Und da ist es dann wirklich besonders wichtig, so lange zu warten, bis die Vögel drumherum einfach mal ruhig sind und dann erst die gute Aufnahme machen. Tipp Nummer 4 bezieht sich aufs Equipment. Klar, man hat das Handy immer dabei und damit ist das vielleicht schon das beste Aufnahmegerät, wenn man es immer in der Tasche hat. Allerdings, wenn man wirklich gute Qualität haben möchte, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Tonaufnahmen zu verbessern. Das kann man zum einen erstmal machen, indem man die anderen Tipps befolgt. Zum anderen wird es natürlich mit besserem Equipment, sprich mit Richtmikrofonen, Parabolspiegeln, externen Aufnahmerekordern, teuren Mikrofonen immer besser. Aber es sind auch schon kleinere Dinge, wie zum Beispiel ein Windschutz, der bei kleineren Windböen schon mal wirklich die Qualität verbessert. Und deshalb kann man wirklich auch schauen, dass man erstmal mit den gegebenen Sachen, wie zum Beispiel dem Handy, anfängt Aufnahmen zu machen, diese in einem rohen, also in einem Datenformat zu speichern oder aufzunehmen, die mehr Informationen beherbergen. Und dann, wenn man sich mehr in das Systeme einarbeitet, kann man natürlich immer auch seine Ausrüstung aufwerten und da dann auf externe Rekorder, Diktiergeräte, Richtmikrofone, Parabolspiegel und so weiter zurückgreifen, um noch bessere Aufnahmen zu bekommen. Pegel zu hoch,
Pegel zu niedrig. Wichtig ist, dass der Pegel sitzt. Sowohl beim Handy als auch bei den etwas besseren Geräten kann man bestimmen, in was für einer Empfindlichkeit man aufnimmt. Und je nachdem, was für einen Zweck die Aufnahme haben sollte, gilt es da, den richtigen Pegel zu wählen. Wenn der Vogel weit weg ist oder man möglichst viel und laut aufnehmen möchte, sollte man empfindlich aufnehmen, hat dabei dann aber auch Störgeräusche, Wind und ein Grundrauschen drin, was man bei hohen oder bei tollen Aufnahmen, wenn man was für einen Hintergrund von einem Film zum Beispiel benötigt, vermeiden sollte. Da sollte man dann echt wieder nah dran gehen, den Vogel isolieren und möglichst mit einem sehr unempfindlichen Pegel aufnehmen, um diese ganzen Hintergrundgeräusche, Störgeräusche und dieses Grundrauschen nicht im Video drin zu haben. Und jetzt noch den Abschlusstrick, und zwar, um möglichst gute Tonaufnahmen zu bekommen. Wir haben da hinten nach wie vor die Mönchsgrasmücken und Dorngrasmücken, werden wir jetzt nicht, um möglichst nah dran zu kommen, nicht einfach dorthin laufen und dann den Rekorder in der Hand halten, weil da hat man dann immer auch ja andere Geräusche mit dabei, von unserem Atmen, von unseren Händen, wenn man es ein bisschen bewegt, reibt und so weiter, sondern wir werden den Rekorder dort deponieren, hinsetzen und einfach mal 30 Meter nebendran warten, denn dann stören wir den Vogel auch nicht. So ein Rekorder, der fällt nicht auf. Und man bekommt direkt gute Aufnahmen, ohne dass man nah am Vogel sein muss. Und wir können den dann einfach 10 Minuten später wieder abholen. Was machst du denn da? Ich habe gelernt, wie man Vogelstimmen richtig aufnimmt. Habe deshalb einen Rekorder mit Windschutz, den ich bodennah positioniere. Keine Hintergrundgeräusche. Und jetzt ziehe ich mich zurück, damit die Dorngrasmücken und Mönchsgrasmücken hierher zurückkommen, damit ich wirklich sehr gute Aufnahmen bekomme, ohne den Vogel zu stören und ohne Rauschen und allem perfekten Einstellung. Das klingt ja gut. Viel Erfolg! Das war's von diesem Video. Wenn dir die Tipps geholfen haben, abonniere gerne meinen Kanal und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao!